Wunderschönen Dienstagmorgen. Ja, die Sonne scheint bei uns. Es ist keine Wolke zu sehen. Es könnte ein richtig guter Tag werden. Oh, ich bin ein bisschen müde, habe heute Nacht schlecht geschlafen. Ja, heute mal mit zwei Updates für euch zu What. Und wir machen für die Kings of War League tatsächlich den ersten Zwischenstand für die Season 4. Und auch da gibt es dann hinten raus noch ein kleines Update. Und ich denke, wir fangen einfach mal mit der Liga an, weil die läuft ja schon eine Weile. Und tatsächlich tut sich dieses Jahr auch ein wenig schwerer als letztes Jahr. Aber noch nichts, was irgendwie besorgniserregend wäre für meine Seite, sondern ich sehe es ja aber auch bei uns in der Gruppe, da wird sehr viel Deadzone gespielt. Und auch in vielen anderen Gruppen sind anscheinend momentan andere Spielsysteme leider Gottes mehr im Fokus. Trotzdem freue ich mich natürlich bei jedem, der zusteigt auf den Liga-Zug, der mitmacht, der dabei ist und der auch fleißig Spiele postet. Gibt ja auch ein bisschen was zu gewinnen. Aber wir gehen einfach mal in den statistischen Teil. Dann sehen wir, wo wir gerade stehen. Bis jetzt haben wir 9 gespielte Partien. Die 0 hinten sagt einfach nur an, dass es im Vergleich zum letzten Update, wie viel es da beim letzten Update waren, da das erste Update der erste Zwischenstand ist, gibt es hier natürlich nichts zu vermelden. Und deswegen, ja, 9 gespielte Partien bis jetzt. Das ist ein bisschen weniger, als ich gedacht hätte, aber das ist okay. Von 8 verschiedenen Spielern, ja, und alle 9 Partien im Maßstab von 28 mm. Bis jetzt hat sich noch keiner an die 10 mm rangewagt. Ich müsste bei meiner Armee eigentlich auch mal weiter malen, aber ich habe halt gerade auch andere Dinge maltechnisch zurzeit im Vordergrund liegen. Spielgrößen bis 1000 Punkte 4-mal, bis 1500 Punkte 5-mal. Diese kleineren, die bis 1000 Punkte sind, in der Regel 800 Punkte Einbusspiele halt gewesen. Was ich immer wieder gut finde, gerade für einen Einstieg, ist das wirklich ein tolles Format. Die Schlachten sind dadurch durchaus schon spannend und auch sehr kurzweilig. 1,5, klar, dauert um einiges länger, aber auch, ich glaube, normal bei Kings of War sind 2000 Punkte. Wir spielen in der Regel immer so zwischen 800 und 1,5 Punkten. Irgendwann gehen wir mal die 2000 Punkte an. Aber der Vorteil bei so kleineren Punkten ist halt eben, meine Kings of War geht eh relativ schnell im Vergleich zu anderen Systemen. Und der Vorteil hier ist dann ganz einfach auch, ich kann dann 2-3 Partien am Tag spielen, anstatt eine oder maximal 2 Partien, wenn ich im höheren Punktzahlbereich spiele. Und gerade wenn wir uns mit mehreren treffen, dann will man ja möglichst mit vielen Leuten, verschiedenen Leuten einfach auch mal gespielt haben. Und da kommen halt auch dann diese 800-Punkte-Partien, die wir letztes Jahr viel gespielt haben, her. Und alle 9 Partien fanden im Bundesland Baden-Württemberg statt, also alle anderen Leute, die ich so kenne aus den umliegenden oder anderen Bundesländern, haben noch gar nicht gespielt oder waren einfach zu faul zu reporten. Das kann natürlich sein. Da hoffe ich aber dann auf mehr und dass wir da auf jeden Fall dieses Jahr auf eine schöne Stückzahl an Spielen noch kommen werden. Gehen wir nochmal in die Völkerwertung. Hier haben wir auf Platz 1 die Forces of Nature mit 4 Spielen, 3 Siegen und einer Niederlage und 10 Punkten. Dieses Jahr ist ja neu, dass man für die Niederlage einen Punkt kriegt, unentschieden 2 und ein Sieg sind 3 Punkte. Und der PPG-Hitten, das sind die Points per Game, das sind im Schnitt 2,5 Punkte pro Spiel. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Schnitt, da kann man wirklich nichts großartig sagen. Gefolgt von den Kingdoms of Men, ebenfalls eine neutrale Fraktion mit 3 Spielen, 2 Siegen und einem Unentschieden und 8 Punkten. Da ist der PPG sogar noch einen Tacken höher. Dann kommen die Zwerge, die Dwarves, mit 3 Spielen, einem Sieg, 2 Niederlagen und 5 Punkten. Dann die Varangur, das ist erstmal eine böse Fraktion. Die Dwarves ja die Guten, bei den Guten. Die Varangur dann eine böse Fraktion mit einem Spiel auch nur und einem Sieg. Das Empire of Dust mit 2 Spielen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Dann kommt als für die guten Vertreter kommen die Elfen mit einem Sieg und 2 Niederlagen. Nein, kommen sie nicht, die müssten eigentlich weiter oben sein. Da hat er irgendwie die Formatierung nicht richtig genommen. Streicht das, die Elfen sind natürlich weiter oben. Keine Ahnung, warum er das jetzt so gesetzt hat hier. Muss ich mir nochmal die Setzparameter angucken. Und dann ganz unten sind die Night Stalkers um die Brotherhood, und zwar die Green Lady Fraktion mit einem Spiel und einer Niederlage. Und natürlich ein PPG von 1, weil sie haben ja nur einen Punkt pro Spiel gemacht und sie haben noch einmal gespielt. Deswegen praktisch auch der PPG von 1 bei der ganzen Geschichte.
Ja, so sieht es bis jetzt aus. Noch nicht so viele verschiedene Völker auf dem Brett gewesen, aber das kann ja alles noch kommen. Ich denke, das wird auch noch kommen mit der Zeit. Wir haben es jetzt auch nicht eilig, wir sind ja nicht auf der Flucht. Und dann gehen wir gleich zur Fraktionswertung. Es ist ja immer eingeteilt in neutral, gut und böse. Und da führt momentan die neutrale Fraktion mit 19 Punkten, 8 Spiele, 5 Siege. Gefolgt von den Guten mit 10 Punkten, 6 Spiele, 2 Siege und hinten momentan die Völker des Bösen mit 4 Spielen, einem Sieg und 7 Punkten. Ja. Aber einem höheren PPG als die Guten. So rum muss man das auch mal sehen. Also tatsächlich, durch das Unentschieden halt eben ist der, und etwas weniger gespielte Spiele ist der PPG halt ein wenig besser an dieser Stelle. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dem PPG. Ich weiß nicht, wie ausschlaggebend das hinten raus wird. Müssen wir mal gucken. Es ist ja auch dieses Jahr auch ein Testlauf, habe ich gesagt, für den stets bemühten Spieler. Und schauen wir mal. Und dann kommen wir auch schon zu der Wertung bester Spieler, gesponsert von Radaddl in diesem Fall. Ist übrigens jetzt hier, müsste ich es eigentlich noch irgendwie finden. Handelt es natürlich jetzt hier auch um etwas Werbung für den Sponsoren. Habe ich das überhaupt hier eingestellt? Das muss ich mal eben schnell machen. Warte mal eben hier. Doch, natürlich habe ich das hier. Zack, da ist es. Es handelt sich ja um Werbung. Hätte ich glatt vergessen. Nicht, dass mir einer da nochmal jetzt einen Strick draus zu drehen. Ist ja alles nicht kommerziell, was ich hier treibe. Aber ja, wir wollen ja nicht vergessen, es ist Werbung. Und an dieser Stelle sei das dann nochmal gesagt. Die Liga wird gesponsert von Radaddl. Nicht alle Preise, aber ein Teil und Ehre, wem Ehre gebührt. Deswegen steht er halt auch hier. Wir haben einen Führenden zurzeit auf Platz 1, ist der gute Grisou 76 mit 5 Spielen, 3 Siegen und 11 Punkten. Gefolgt von Nilweb mit 3 Spielen, 2 Siegen und einer Niederlage, also 7 Punkten. Auf Platz 3 ist dann Hörnhöhn mit 2 Spielen, einem Sieg, einem Unentschieden und 5 Punkten. Dahinter Elquin. 1, 2, 3, auch mit, ach nicht auch, 3 Spiele, 1 Sieg, 2 Niederlagen. Und dann noch nicht quali, dann praktisch, der Rest ist noch nicht qualifiziert, weil die anderen haben alle nur ein Spiel, beziehungsweise Platz 6, das bin ich, mit einem Unentschieden und einer Niederlage. Und ich spiele zwar mit, aber ich zähle ja nicht für die Wertung. Deswegen mit den Zweien bin ich auch nicht qualifiziert. Praktisch momentan nur 4 qualifizierte Spieler, aber das wird sich alles noch in den laufenden nächsten Monaten auf jeden Fall ändern. Da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Und da gucken wir einfach mal, wo dann die Reise weiter hingeht. Und dann kommen wir auch schon zum stets bemühten Spieler. Das geht nach PPG. Ja? Und in diesem Fall ist es momentan auf Platz 1 Elgwin, 1, 2, 3. Mit 3 Spielen und einem PPG von 1,67. Danach der Liga-Führende, Grisou 76 mit 5 Spielen und einem PPG von 2,2. Und auf Platz 3 der Nilweb mit 3 Spielen und einem PPG von 2,33. Der Rest, wie gesagt, ich gucke nochmal drauf hier mit euch zusammen. Der Hanhöhn hat halt ein PPG von 2,5. Der ist deswegen dann nicht dabei. Und mehr qualifizierte und zugelassene zur Wertung gibt es ja zurzeit auch noch gar nicht. Und dann gehen wir gleich zur nächsten Wertung. Den fleißigsten Spieler. Übrigens, der stets bemühte Spieler wird auch von Radaddl gesponsert, habe ich ganz vergessen zu sagen. Ja, auch hier nochmal einen herzlichen Dank. Der fleißigste Spieler ist dann, kommt dann wieder von mir gesponsert. Ich habe auch ein bisschen in meinem Logo was gebastelt, wie ihr da seht. Der fleißigste Spieler ist zurzeit der Grisou mit 76 mit 5 Spielen, gefolgt von Nilweb und Elgwin 123 mit 3 Spielen und Hanhöhn mit 2 Spielen. Der Rest, wie gesagt, noch nicht qualifiziert. Wird alles noch kommen und mal gucken, wie es sich hier weiterentwickelt. Und die letzte Wertung neben den Auszulosenden, was jetzt gerade noch keinen Sinn macht, ist dann der Hautwechsler. Das ist die Person mit den meisten verschieden gespielten Völkern. Da haben wir auf Platz 1 den Grisou 76 mit 3 Völkern. Und alle anderen haben es jetzt nur ein Volk gespielt, die qualifiziert sind. Also ist da der Grisou deutlich vorne. Auch hier der Preis wird von mir, von meinem Kanal gesponsert. Ich habe die Preise hier nochmal vorgestellt. Aber dass ihr das dann auch alles mal gesehen habt, sozusagen. Ja, wie könnt ihr reporten? Vielleicht für Leute, die es sehen und einsteigen wollen, per Mail an die blogaboutmyhobby-tv@gmx.de Adresse oder kommt auf meinen Discord-Server im Bereich Aktion Kings of
War Liga. Dort könnt ihr die Spiele auch einfach eingeben, Bilder posten, sonstige Geschichten. Ansonsten mich auch einfach anschreiben oder wenn ihr es bei YouTube seht, das unter YouTube mich einfach kontaktieren. Ich schicke euch gerne nochmal dann die Daten durch. Auch was ihr reporten solltet, schicke ich euch dann gerne nochmal durch, beziehungsweise ich frage dann gerne auch nochmal nach. Es ist kein Hexenwerk, das dauert eine Minute, das Reporting zu schreiben. Das kann ich euch an der Stelle einfach sagen. Ihr könnt euch auch nochmal den älteren Stream von mir angucken, wo ich das alles aufklamüser, wie reported werden soll, reported werden kann. Und ja, wie gesagt, das ist alles kein Hexenwerk. Das kriegt jeder hin, ich krieg das hin, dann kriegt das jeder andere auch hin. So, und was ist jetzt noch das wichtige Update für die Liga? Es kommt eins, und zwar bin ich in mich gegangen und ich werde die Liga wirklich bis zum 1.12.2024 laufen lassen. Das liegt daran, zum einen, dass wir auf der WOT, zu der ich gleich noch kurz komme, auch Demospiele machen werden mit Kings of War und diese Spiele auch in die Liga einfließen lassen. Ja? Und damit auch gleich schon mal Werbung für die Liga, für die Season 5 wahrscheinlich machen für nächstes Jahr und den Leuten Kings of War so auch ein bisschen näher bringen möchten. Zum anderen, ich mache dies ja nur eine Liga und wir wollen es auch wieder mehr Kings of War spielen, haben wir uns für uns auch so vorgenommen. Und ich mache nur eine Liga, Saga fällt ja aus und deswegen habe ich mich entschieden, wir machen das Ganze mal länger, über den gesamten Sommer bis in den Herbst und in den frühen Winter rein. Es tut keinem weh und wie gesagt, wenn ihr irgendwo auf dem Turnier seid oder so, schickt mir die Spiele, ich hau das alles rein, macht gerne Werbung dafür und ja, ich würde mich freuen über sehr viele weitere Teilnehmer, auch über viele neue Gesichter noch. Und ich denke, das ist eine runde Sache. Die Preise sind sehr nett, muss ich sagen. Also und nett nicht im Sinne von die kleine Schwester von, sondern wirklich tolle Preise. Das Spiel ist einfach super und macht Spaß. Und ich hoffe, dann ist es ja auch noch auf viele spannende Partien. Und das wäre es auch zum Thema Kings of War. Wir gehen jetzt einfach nochmal kurz rüber zur WotCon, die am 23.11. in Waldorf Häslach stattfinden wird und auch dort gibt es ein Update, nämlich zum Thema Bring and Buy. Es wird ein Bring and Buy geben, das heißt, ihr könnt eure Sachen mitbringen und dort auch ja, verkaufen sozusagen. Das Ganze wird folgen, also im Vorfeld, ihr müsst ihr euch schriftlich anmelden bei der what-orga@gmx.de, das ist die Mailadresse. Ihr bekommt dann dort von mir, weil ich die Mailadresse auch mitverwalte, einen Händlerkürzel zugeteilt. Das ist in der Regel eine Zahl und zwei Buchstaben. Das möchtet ihr bitte grundsätzlich auf allen euren Artikeln, die ihr dort verkaufen wollt, irgendwie sichtbar anbringen. Am besten noch mit einer Preisvorstellung, was ihr dann haben wollt. Also, wenn meine Händlerkürzel jetzt 9SK wäre, dann würde überall auf diesen Sachen so ein, ich würde das mit Kreppband wahrscheinlich machen, 9SK draufstehen. Und dann ein Preis dabei. Gleichzeitig brauche ich dann im Vorfeld der WOT, oder brauchen wir im Vorfeld der WOT, so 2, 3 Wochen vorher auf jeden Fall von euch eine Liste. Ja? Und zwar eine Liste mit eurer Händlerkennung, mit eurem Namen, eurer Handynummer, dass ihr halt vor Ort auch irgendwie erreichbar seid und eine Auflistung, was ihr alles dort verkaufen möchtet. Die Sache ist die, wir werden nicht so viel Platz haben bei der Con und auch nicht, dass alle alles direkt dort verkaufen können. Das heißt, wir werden uns diese Ecke, wo wir das machen, nochmal genau angucken. Wir werden dann, der Carsten wird es vermessen und wird jedem von uns eine Fläche zuteilen sozusagen. Und wenn die Sachen von der Fläche runterverkauft sind, dann können, oder was davon verkauft wird, dann kann man das nächste dann praktisch da draufstellen. Das ist ein bisschen kompliziert, ein bisschen umständlich, geht aber leider nicht anders. Je nachdem, wie viele Leute sich für das Bring and Buy anmelden. Wenn sich jetzt nicht großartig viele anmelden, ist das kein Problem. Wenn das viele Kleinartikel sind, ist das kein Problem. Aber hin und wieder mal, wenn ihr da seid, dran vorbeigehen, gucken, ach, habe ich, ne? Ich meine, ihr kriegt ja mit, das ist halt das Nächste. Die Preise bringt ihr an. Ich gehe von Verhandlungsbasispreisen aus. Das heißt, wenn jemand an eurem Kram Interesse hat, werdet ihr dann kontaktiert. Macht das mit der Person unter euch aus. Wenn das dann weggeht, seht ihr ja, oh, ich habe Platz. Was weiß ich, habe eine Box, irgendwas verkauft. Ich stelle mal schnell eine neue Box dahin. Ist ein bisschen umständlich dieses Jahr. Wie gesagt, wir machen das zum ersten Mal. Testen das Verfahren mal so und müssen halt einfach mal gucken, wie wir mit dem Platz und mit dem ganzen Prozedere hinkommen. Aber grundsätzlich, Bring-Buy ist möglich, vielleicht nicht alles auf einmal, aber
über den Lauf des Tages kann nachgefüllt werden. Es lohnt sich immer mal vorbeizugucken. Wie gesagt, ihr seht ja auch, wenn da in irgendeiner Art und Weise Sachen von euch verkauft werden, kriegt ihr ja mit. Es geht ja mitten über euch. Und wenn ihr im Lauf des Tages seht, da sind große Lücken, vielleicht einfach mal bei der Person, die das so ein bisschen da betreut, ansprechen. Ey, kann ich da noch was von mir hinstellen oder wie sieht's da aus? Ja, das kann ja sein. Deswegen auch bitte im Vorfeld immer die Listen, dass wir auch wissen, was jeder mit hat. Wenn einer nur 5 Artikel mitbringt und die sind alle verkauft, kann man den Platz von dem Jahr an irgendjemand anders freigeben. Ja? Ist ein bisschen kompliziert, ich weiß. Aber wie gesagt, wir lernen das noch, wir üben das noch und es war Nachfrage nach Bring and Buy. Und wenn wir schon keinen Händler dieses Jahr vor Ort haben, dann wollten wir diese Option auf jeden Fall ziehen und das einfach mal angehen. Genau, und ja, das war es ja auch der Stelle mit den beiden Updates hier von meiner Seite. Ich werde jetzt noch ein bisschen gleich in die Sonne gehen, meinen Urlaub mal ein bisschen genießen heute und mal gucken, ob ich mich die nächsten Tage nochmal melde, muss ich mal schauen. Ich wünsche euch erstmal ein paar schöne Tage, genießt das schöne Wetter. Wenn ihr Bock habt, spielt Kings of War, bitte reportet es mir. Ich würde mich über jedes weitere Spiel, was kommt, einfach freuen. Und vielleicht sieht man sich dann ja auf der WOT dieses Jahr, am 23.11. im Waldorf Hessler. Würde mich auch sehr freuen, ja, dass man sich mal live vielleicht mal sieht. Dass ihr vielleicht auch mal den Spinner seht, der hinter dieser Stimme steckt. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal ein paar schöne Tage. Bis wir uns wiedersehen. Ciao. We'll be right back.